Esel gelten im Volksmund als dumm und störrisch. Nicht immer zu Recht, denn die Vierbeiner wissen ganz genau, was sie wollen und was nicht. Sie verabscheuen es zum Beispiel, nasse Hufe zu bekommen. Die Menschen im Mittelalter nutzten die Esel hauptsächlich als Lastentiere für den Transport ihres Hab und Guts. Mussten sie auf ihrem Weg einen Fluss passieren, wurden eigens für die störrischen Esel an schmalen Stellen des Wassers Brücken gebaut, die sogenannten Eselsbrücken. Eine Eselsbrücke war daher ursprünglich ein kleiner Umweg, aber er führte trotzdem ans Ziel.